Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13-2. Im letzten Part haben wir angefangen, die Brescher-Ruinen zu beenden und wir haben auch zusätzlich noch die das Yashas-Massiv beendet. Und ja, wir sollten zwei Passwörter finden. Eins haben wir gefunden am Ende des letzten Parts. Und jetzt müssen wir das zweite finden, indem wir das Atlas-Kontrollgerät anschwatzen, quatschen, wie auch immer. Ja, los geht's. Und dann kommen wir in ein kleines Rätsel, welches ich schon ein bisschen geübt habe, weil es zum Kotzen ist. Okay. Ich werde es onscreen trotzdem ein paar Mal versagen, also nicht wundern, Leute, nicht wundern. Ja, Final Fantasy 13-2, finde ich, hat wirklich harte Rätsel, ist meiner Meinung nach so. Aber naja, jetzt kommt erstmal gleich eine schöne, wunderschöne Videosequenz. Die ist ja so toll. Noel, was machst du? It's hidden in the labyrinth? That makes sense to me. That explains why we couldn't seem to find it anywhere. Okidoki, und jetzt beginnt das Rätsel. Und irgendwie sieht's aus, als wäre das ganz anders da als eben. Ich gehe wahrscheinlich gerade sowieso voll am Amok laufen. Ich habe jetzt, das ist nämlich drei Stufen von einem Rätsel. Erstmal wieder realisieren, was ich machen muss. Ich meine, dass ich da lang laufen muss. Da, da, da. Da, nein. Fuck. Okay, nochmal neu. Ja. Zurück zum Thema, Leute. Alle Hallöchen. Nein, Spaß. Ich muss oben lang. Da lang. Das einsammeln. Das einsammeln. Hier. Das sind da zwei Stück, die ich noch einsammeln muss. Aber dann geht die andere Platte weg. Jetzt habe ich das erste Rätsel wieder vergessen vor lauter. Aber immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ich schaffe das. Okay. Ich gehe zuerst diesen Stein hier holen. Dann hole ich mir diesen Stein. Dann gehe ich runter. Hole mir diesen Stein. Und diesen. Nicht? Doch? Nein. Doch, ich gehe jetzt runter und hole mir diesen Stein. Und jetzt warte ich ein bisschen. Und hole mir diesen Stein. Ha! Billy Gonna Master! Nein, Nami hat mir natürlich geholfen. Wir haben das ja gerade ein bisschen geübt. Die Rätsel sind wirklich, wirklich zum Kotzen. Naja, ich glaube, das Rätsel habe ich noch so ungefähr im Kopf. Und zwar hier lang... Dann das kurz nehmen, dann das einsammeln und dann das einsammeln, dann das hier einsammeln und gemeistert, oder? Ja, Rätsel Nummer 2 gelöst. Und das dritte, das haben wir auch gleich hinter uns. Das dritte ging, glaube ich, so. Ich muss nach rechts. Nein, falsch. Nami sagt schon, nö, nö. Okay. Immer mit so, ach, ich weiß wieder, jetzt erinnere ich mich. Die Qualen kommen wieder zum Vorschein. So, ich sammle hier das eine ein. Geh runter und sammle das hier ein. Das hier. Das hier. Das hier. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Egal, ich mache es nochmal neu. Ich habe es ungefähr im Kopf. So, okay, Leute. Puh, okay, ich muss hier den einen Kristall einsammeln, weil die Kristalle, die wechseln irgendwie ihre Plätze, müsst ihr wissen. So, dann so. So, so, auf den muss ich dann warten wahrscheinlich. Genau. Ah, Jackepotte. Okay, wir haben es geschafft. Ja, und sollten jetzt das zweite Passwort bekommen, welches wir ja auch im letzten Part schon gebraucht haben, da ein netter Mann in den Brescher-Ruinen JS100 zwei Passwörter von uns benötigt. So, das ist das, was ich so in Erinnerung habe. Irgendwie so war das. Der hieß Porter. So, Rätsel gelöst. Oh mein Gott. Ja, wir haben das zweite Passwort erhalten und
können nun diesen Ort hier verlassen, denn das zweite Passwort ist auch das letzte Fragment in Brescher Ruin JS-300 gewesen, meine ich. Das sehen wir gleich in der Chronosphäre auf Crazydom. Jawoll, jawoll. So, hier. Wir haben das fertig und das. Jetzt kommt nur noch JS-100. Da gehen wir auch gleich hin. Da müssen wir mit dem Porter quatschen, meine ich. Laber doch mal mit dem Porter. Mit dem Teleporter. Nein, wir labern mit Porter. Und dann labern wir nochmal mit Porter. Also ich hatte es mir ja aufgeschrieben ungefähr, aber ich verstehe gerade gar nicht, was ich machen muss. Mit Jonah muss ich auch noch irgendwie labern, glaube ich. Ich weiß es nicht. Egal. Erstmal loslegen hier. Brescher Ruin JS-100. Das ist das Gebiet, welches mit Pflanzen überwuchert ist. Hier gibt es auch übrigens das seltene Monster Don Tomberry in den Tunneln. Und das seltene Monster Don Tomberry ist sehr wichtig für manche Infusionierungen. Und ich bin auch genau an dem Gebiet, wo es den Don Tomberry gibt, weil ich den gesucht habe. Ja, ich muss zu Porter. Wo ist Porter? Who the fuck is Porter? Naja. Wir gehen jetzt erstmal hier raus aus diesem crappy Shit hier. Okay, jetzt müssen wir nach Porter Ausschau halten. Der muss irgendwo sein, der Mr. Porter. Der Reporter quasi, versteht ihr? Reporter, Porter, Re. Nicht lustig, ja, okay. Ja. Machen wir weiter, ich suche den Porter. Den Reporter. Und das Crazy Chocobo mit dem Metal de Chocobo, glaube ich, heißt das Lied. Ja, wo könnte der Porter sein? Da ist eine Nuss. Ist der Porter im Tunnel? Also eine Person befindet sich da unten im Tunnel. Ich bin nämlich ein sehr beschäftigter Mann. Ich finde mich ganz toll und so und du gar nicht. Okay, den da unten können wir schon mal anquatschen. Vielleicht ist es Porter, vielleicht auch nicht. Nö. Ist nicht der Porter. Wir suchen Porter, denn wir sind gleich bei Porter. Auf Grotta. Okay, mit den zwei kann man nicht quatschen. Dann muss er irgendwo oben sein. Also ich schätze, dass er in den Ruinen ist oder so. Die Musik ist genial, Leute. Also, finde ich. Finde sie echt funny. Hilarious. It's just so hilarious, I can't stop laughing. Ah, ich glaube, ich habe den Porter gefunden, oder? Das ist doch nicht Porter. Okay, da ist zumindest schon mal kein Porter. Dann wird er am Auto. Ich denke, er wird am Gerät, am Kontrollgerät stehen. Ich denke mal, er wird am Brecher. Und die Nami nickt schon. Sie hat nämlich das nochmal überprüft. Und ja, er steht am Kontrollgerät. Und so weiter und so fort. Und da suchen wir jetzt den Porter. Den Krezi-Porter. Den Teleporter. Den Reporter. Mir gehen die Sprüche aus. Nein, hier ist er. Oh mein Gott. Okay. Nein. Someone tampered with the control unit, which looks to be the cause of this entire situation. The culprit was responsible for the monster population increase and for taking out those who knew the passwords. I believe that a group that opposed the Academy's ideals used the paradox for their own gain. They tried to destroy the institution once and for all. To this day, we're still in the dark as to who was behind this operation and why. You two were a great help in solving this tough situation. As a government representative, I'd like to offer you some compensation for your trouble. Adamantring und 1000 KP. Ich meine, dass wir jetzt direkt nochmal mit dem Porter quatschen können. Warum nicht? Ja, weil der Chocobo nicht dabei sein darf. What is that thing? Please go and find out what it is. If
it turns out to be a dangerous monster, make sure to destroy it on the spot. Oh mein Gott. Da, 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 da. Epic Face. Epic Face, Epic Paste, Jizz in my pants. Oder so ähnlich. Ja. So what's this big ugly guy doing here? Meint er jetzt den Typen oder das Monster? If we don't defeat this monster, then who knows what'll happen to Cocoon? Come on, Noel. Mog, you too. Okay, es gilt also ein Monsterblatt zu machen und dann haben wir alles hier geschafft, meine ich. Ich werde kurz Paradigmen ein bisschen vorbereiten, weil ich habe im Kopf, was ich unbedingt ändern möchte. Ich habe hier Sturmkommando, welches ich wahrscheinlich nicht benutzen werde. Trisaster auf jeden Fall. Oh, wie geht denn das nochmal mit dem... So, aha, okay, Kerberos, Trisaster. Wichtig ist auf jeden Fall auch hier, Rache-Kampagne ist immer ganz gut. Tresor, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Also ich werde vielleicht noch hier Sturmkommando so ändern, dass ich hier Brecher und Verteidiger habe. Sturmschild ist cool. Dann vielleicht Brecher, Verheerer und Verteidiger. So, Delta-Offensive. Tresor auf jeden Fall braucht man immer, meiner Meinung nach, also zur Sicherheit. Das Chocobo will mir gerade wegrennen, aber ich krieg das noch. Ich krieg das. Bleib stehen. Bleib, wo du bist. Bleib. Jawohl, gekriegt. Das muss irgendwo auf der Map sein, das Viech. Wahrscheinlich ist es markiert. Aber ich sehe keine Markierung auf der Map. Dann gehe ich einfach raus. Oder kann ich nochmal mit dem quatschen? Ja, wir haben es schon angenommen. Okidoki, dann gehen wir raus und suchen das Monster. Das ist ein etwas härterer Bosskampf, aber nicht so stark wie optionale Gegner. Wenn man voll entwickelt ist und ein fast voll entwickeltes Zwergküsschen wie ich dabei hat, dann denke ich mal, sollte man keine Probleme mit dem Monster haben. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Ich denke mal, dass es hier irgendwo sein wird. Ich meine, die Map ist jetzt nicht sonderlich groß. Wir werden es so oder so finden, ob es jetzt markiert ist oder nicht. Die Map ist winzig. Oh, was geht denn hier draußen ab? Ist hier irgendwas? Crazy Shit oder so? Okay, da hinten ist nur ein Portal. Da ist es schon mal nicht. Wieso ist es nicht markiert? Doch, da ist es markiert. Ich hab's gesehen. Holy Shit, gonna be real. Okay, auf geht's. Wir machen ein Monster kaputt. Wir kacken den Monster in sein Hut. So, aber eine Sache möchte ich noch ändern, weil ich weiß, dass Noel die Sammlerseele ausgerüstet hat. Ich möchte Noel, dem Nöler, was gebe ich ihm denn? Wo ist es denn? Ich weiß, was ich ihm geben will. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Märtyrer-Emblem? Nein. Emblem! Er kriegt von mir ein Grimore-Dingsbums. Und ein Kraftreif Minus. Das sind zusammen... Ah, okay. Alles klar. Lalalala, Zeitverschwendung. Wahrscheinlich haben wir den eh so schnell down, dass das keine Rolle spielt. Aber ich will einen guten Equipment anhaben. Und deswegen so, Baum und so, ne? Alles klar, los geht's. Ich bin schon ganz gehypt, ob der Bosskampf echt herausfordernd sein wird oder nicht. Ich erwarte nicht zu viel, da ja gesagt wird, für eine voll entwickelte Truppe ist der Kampf nicht sehr fordernd. Oh mein Gott, holy shit und so. Ja, Chocobo rennt weg. Und dabei noch so coole Musik, wie bei dem ersten Atlas-Boss-Battle. Bots-Battle. Hahaha, Bots mit 2Z. Bots-Battle. Aber das Viech sieht schon cool aus. Kala-Winka-Jabo. Genauso wie die Essenz, die wir danach bekommen. So, dann erstmal auf Kerberos wechseln. Und deftig reinballern. So, dann auf Trisaster wechseln. Kurz einen Heiltrank reinballern. Ich habe nicht mehr viele, habe ich gesehen, oder? Nö, ich habe fast gar keine Heiltränke mehr. Okay, doki. Egal, jetzt wird hier drauf geballert. Drauf geht's. Der Typ hält eh nicht viel aus, wie ihr sehen könnt. Okidoki, weiter drauf ballern. Da muss ich wohl, wenn meine Charaktere doch sterben sollten, halt Phönixfeder einsetzen und so, ne? Aber gleich ist er gedingsbumst und dann reiß ich ihn eh auseinander. Kerberos. Also der Bosskampf war jetzt echt lächerlich. Bis jetzt zumindest.
Höllenstrahl. Okay, hat jetzt meinen Brecher gekillt, aber sehe ich jetzt nicht als irgendwie sonderlich schlimm an. Jetzt lebt mein Brecher wieder und das Viech ist down. Okidoki, wir kriegen 120 Kristallpunkte, doch nicht so viel auf einmal, Leute. Und 3 Schauderkugeln, die wahrscheinlich nützlicher sind als diese paar Punkte, die wir gekriegt haben. Aber wir sind ja eh schon Max-Level. Okidoki. Oh. Was ist das? Was um das ist? Ich kann nicht glauben, dass eine terrible Monster und das Paradox too. Das war auch von Humans as well, wasn't it? Monsters don't kill people. People kill people. Does that sound about right? Truer words were never spoken, Kubo. People are much more scary than monsters, Kubo. We risked our lives to solve the case, Kubo. And how does the government pay us? Not with Gil, but bits and bobs and household goods, Kubo. No one needs 10 years worth of toilet paper, Kubo. No one. I had no choice but to decline their offer. The government is evil, Kubo. Humans are evil, Kubo. What the fuck? Okay. Ja, und ich habe irgendwie so stark im Gefühl, irgendwas in mir sagt. Ja, ein Toilettenpapiergutschein. Jawohl, jetzt geht's mir gut. Jetzt kann ich scheißen ohne Ende. Nee, irgendwas in mir sagt, dass der Schuldige, der die ganze Kacke verursacht hat, der Mogri selber war. Ich weiß nicht wieso. Okay, wir dürfen jetzt aber alles erledigt haben hier. Gehen dann mal raus und gucken uns mal die Chronosphäre an. Okay, Brecherruinen sind fertig. Da kann man uns sich, können wir uns in Serendipity was Neues abholen. Das werden wir aber jetzt nicht machen, weil es zu viel Zeit verschwenden würde. Was ich gemacht habe, ist, ich bin nach Turm von Augusta 200. Da werde ich jetzt auch kurz reingehen, um euch was zu zeigen. Ich habe nämlich mit dem letzten U-Artefakt das letzte Portal, welches noch zu öffnen gilt, geöffnet. Und das möchte ich euch zeigen. Das möchte ich euch einfach mal zeigen, so. Ne? Und so. Ihr wisst Bescheid. Ah, die Fragmente fliegen uns nur so zu. Sie fliegen und sie fliegen und sie siegen und wir sind im Turm von Augusta Jotes 200. Seine Jahreszeit 200. Seine Nachsturz jenseits des Sturz. Da müsste doch JDS heißen. Naja, egal. So, und hier ist das Portal und natürlich auch im gleichen Kampf. Ebene 49 und hier unten. Und ich werde den Kampf nicht machen und zurück zur Chronosphäre kehren. Ei. Es war nur, dass ihr es ganz kurz sehen könnt. Ihr könnt ja auf Pause drücken, wenn ihr es ganz genau sehen wollt. Oder es auf gamefaqs.com selber googeln, so wie ich. Okidoki, und somit haben wir Folgendes eröffnet. Oerba JS 300. Wir gehen mal rein und gucken uns an, was es da gibt. Denn da gibt es auch, wie gesagt, einige Fragmente zu holen. Aber das ist wahrscheinlich erst alles im nächsten Part möglich. Wir wollen erstmal angucken, was überhaupt in Oerba JS 300 überhaupt los ist. Ne, Leute. Darum geht's uns im Moment. Jawohl. Ladebildschirm. Why are you verbrauching my last minutes in the video? Hey Mog, where do you come from? Where's your hometown? Do you have family somewhere? I don't know, Kubo. I've been all by myself since I can remember, Kubo. I see. Well, do you at least know why you were in Valhalla? That's a mystery too, Kubo. I was wandering through the void beyond and I ended up there, Kubo. It was terrible in Valhalla. It was, Kubo. Kubo. But this is Kubo. But then lightning found me and took me in. So in the end, everything worked out, Kubo. I see. So that's your plan, huh? You go where the wind takes you. I never thought I'd say this, but I'm kind of jealous. Kubo? I'm a rolling stone, Kubo. Ja, und wir sind angekommen hier und ihr könnt es schon von Weitem sehen. More Rätsels. Und it will be a lot of Dings-Rätsels. Uhren-Rätsels. I will skip all the Uhren-Rätsels.
in der ist der Chocobo und ist der Sandstorm und alles und so, ne? Okay, Leute, wir sehen uns erst im nächsten Part wieder. Ich bin Belias LP. Bis dahin. Ciao, ciao.